Jo Leute, was geht? Wir machen zukünftig eine Serie, wo wir die schönsten Tore bewerten und dafür brauchen wir euch und ihr könnt auch gewinnen. Also die ersten drei bekommen, glaube ich, einen Preis, da bin ich mir aber nicht sicher. Aber auf jeden Fall bekommt ihr was Cooles. Sendet eure schönsten Tore hier an diese Mail, fokuslandgg@gmail.com, glaube ich. Und ja, vielleicht sehen wir euer Tor dann auf YouTube. Bis dann. Hallo, was geht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Fokus Channel. Heute gibt's wieder eine, wir müssen was erraten, Promis? Müssen wir erraten? Oh. Ja. Wir schreien einfach rein, Victor zeigt uns hier wieder ein paar Bilder. Hey Victor, was geht? Du bist da. Hey, was geht? Ich grüße nur dich. Er zeigt uns hier ein paar Bilder und wir müssen einfach schnell reinreden. Wer als erstes? Also der es als erstes sagt, der kriegt den Punkt. Yep. Nicht hier wieder mit Handy aufschreiben. Das dauert alles, das ist alles so, weiß ich nicht. Da kann jeder noch hier mal schummeln, da mal schummeln, so setzt sich Qualität am Ende auch durch. Also soll man belohnt werden, wenn man direkt den Namen, ne? Direkt ja, so kurz, Namen. Zack. Und dann entscheidet Victor, wer es zuerst gesagt hat. Danke. Und wenn man falsch gesagt hat, dann darf man nicht mehr weiterraten für die Runde. Ja, auch nicht korrigieren, man kriegt direkt Minuspunkt. Ja, genau. Bab. Direkt so, Minuspunkt. Diesmal haben wir klare Regeln, Struktur. Ja. Okay. Du bist derjenige, der die Struktur immer versucht aufzubrechen. Du musst ja gar nicht so zu. Nein, ey, ich bin einfach der realisiert, dass keine Struktur da ist. Ja. Und dann du machst immer halt so verrückte Sachen, so verrückte Tricks. Weil Mo ein schlechter YouTuber ist, hat er vergessen zu sagen, ihr sollt den Kanal abonnieren, Freunde, und lasst ein Like auf das Video da. Okay, mach. Okay, 3, 2, 1. Primax. Erster. Junge, du warst so laut, Eli, Junge. Du, was hast du gemacht? Ey, das geben wir nochmal in die Zeit, du überhaupt. Ich war safe. Er steht einfach sogar auf dem Arm, so moin, ja, Leute. Dich hat man nur gehört. Ja, es Junge, ist Trimax. Victor, wer hat den Punkt bekommen? Du kriegst erstmal den Punkt, aber wir ich haben noch. Ich glaube, das war Eli, aber ich war auch taub danach, deshalb konnte ich keinen. Ich habe nicht mal meine Stimme mehr gehört. Ja, ich auch nicht. Okay, hier, Zeitlupe, an den Cutter, Zeitlupe, ich bin mir sicher, ich war Erster. Trimax. Podolski. Ja. Ey, Junge, das ist ein ich mach das in meiner Freizeit. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein. Sagu und Danny stehen so auf dem Schlauch. Ne? Kein Wort von ich dir. Ich werde in dem Video nichts sagen. Aber wieso könnt ihr, also ihr könnt ja gar, also Sagu, du kannst es gar ich nicht. Ich sehe Gesichtszüge wie? Einfach nicht. Keine Ahnung, ich bin, das siehst du ich nicht. Bin einfach blind. Aber was jetzt Podolski erkennst du schon. Ja, wenn es einer sagt, dann sehe ich das, ja. Okay. Aber vorher sehe ich das nicht. Sag gut, ey, Glück, dass ich reingehalten wird. Ja. Ne? Für mich ist es egal. Kann einfach, jetzt kann er die ganze Zeit sagen, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Die Nullpunkte bleiben. Stimmt. Ich muss halt hoffen, dass jemand von euch Minuspunkte sammelt. Achso, auf der Deckung also, natürlich. Ja, schöne Frisur. Ja. Prinz Poldi. Gut. Verrückter Übergang. 3, 2, 1, go. Nee. Justin Bieber? Das ist falsch. Ich muss halt hoffen, dass jemand von euch Minuspunkte sammelt. Minuspunkt! Drake? Nein! Ja, ey, sauber, Drake. Danny hat recht, oh. Es ist Drake. Es ist wirklich Drake. Einfach OVO. Es ist wirklich Drake. Ja. Stimmt, an seinem. Oh mein Gott. An seinem was? An dem Hoodie. An diesem Zeichen da unten, an diesem Vogel. Die Eule. Oh mein Gott. Ja, deswegen wüsste ich das auch. Mann, Digga, es ist ja mit Frisuren und alles auch nochmal. Ja, das sieht ja aus wirklich wie Justin Bieber. Ja, der wird jünger gemacht extra, ne? Das ist Text, ne? Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Müssen wir auch die Kapuze aufziehen. Ich dachte erstmal, es wäre Tex. Ja, das hat ja null Ähnlichkeiten. Naja, war das? Hä, die Lippen schon. Null, wirklich. Doch. Das ist einfach ein anderer Mensch. Aber ich habe doch extra das OVO-Zeichen für euch gelassen. Junge, ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist seine Marke. Du weißt auch. Ich habe letztens. Da waren wir doch in dem Store sogar alle zusammen. Richtig. Oder nicht? Ja. Irgendwo? Was waren wir? In London. Was, London? Ja. Ich glaube, da war Mo auch dabei. Nee, ich war nicht da. Also da hat keiner was gekauft außer Prones, weil alle arm waren und er hat sich da einmal eingedeckt, aber sonst... Wie teuer ist denn was von ihm? Wie teuer ist er nur die? 100 Pfund oder so, 120 Pfund. Ja. Okay. Ja, okay. Nächster. 3, 2, 1, go. Ich finde, das geht klar, Digga. Lady Geller. Ich war Erster. Hä? Also nur vor mir? Ich würde Prones sagen, aber
Nee, ich bin mir. Also, ich krieg erstmal den Punkt, aber Video weiß, wir haben. Das Ding ist, Disco ist halt verzögert, aber bei mir warst du ehrlich schon weit nach mir. Deswegen müssen das die anderen sagen. Ich hab's nicht gehört. Victor, sag du kriegst den Punkt, aber ich sag Prones. Die Wahrheit wird rauskommen. Ich sag Prones, der Cutter kann mich korrigieren, aber ich sag Prones. Ja, es ist. Aber ich finde, du siehst super aus, Eli. An den Cutter mit Zeitloop rein, das interessiert mich hier mit Discord. Eli. Ja, aber am Ende verschiebt der Cutter so ein bisschen Tonspurt, am Ende die Synchro nicht gut. Ich finde gut, dass das Bild so groß war. Ja, das war ein bisschen ein Problem in der App, aber. Ich dachte erstmal, es wären nur Fußballer, ne? Das sind ja hier Promis. Ne? Ja, du bist ein Promi, Eli. Nur Fußballer, ja, aber Trimax. Nein, ich dachte, da kann ich nicht, dass er ein Promi ist. Ja. Das war Fishing, der Joke. Fishing for Compliments. Fishing for Compliments. Nach Drake kommt Eli Geller. Richtig, ungefähr eine Stufe. Okay. Der nächste kommt. Zu Ronaldo kommt. 3, 2, 1, go. Elon Musk. Elon Musk. Ja, Eli Geller. Ja, Eli Geller. Wie heißt der? Das war sehr einfach. Also du hast früher angefangen, ich glaube, ich war schneller fertig. Ja. Also das wurde schon wieder nicht definiert hier, finde ich. Nein, es war auf jeden Fall Eli. Ich habe letztens in die Kommentare vom Video geschrieben, Victor bei der Videovorbereitung, meinst du, die wissen, wer Obama ist? So bereite ich hier die Videos vor. Sag cool, weißt du, wer das ist? Ja, ich weiß, wer das ist. Aber ich wusste tatsächlich nicht mal, wie der aussieht. Ja, so sieht er aus. Du weißt aber nicht, weißt du, was der so macht? Ja, natürlich weiß man das. Elon Musk kennt man auch. Was macht der? Hä? Was macht der so? Ja, Tesla und alles hat er doch auch gemacht. Ja. Wer Elon Musk nicht kennt, ist lost, sorry, aber. Ja. Nächster kommt. Sind alle drin? Ja. Okay. Nächster kommt in 3, 2, 1, go. Eminem? Oh. Danny. Scheiße. Das Krasse bei Eminem ist, du musst ihm nur ein Lächeln geben und er sieht aus wie ein anderer Mensch. Ja, ich hab den wirklich, glaube ich, fast noch nie lächeln sehen. Ja, ist wirklich so. Rarität. Ja. Hilfe, zeig mir doch mal mit Lachen. Der sieht wirklich aus wie ein anderer Mensch. Der sieht wie dieser eine Psycho mit 100 Persönlichkeiten aus diesem Film aus. Wie du weißt wahrscheinlich. Split. Ja, Mann, der sieht, guck ehrlich so aus. Der sieht wirklich so aus. Hilfe. Gut, nächster kommt in 3, 2, 1, go. Werner, ich bin gleich. Was? Nee, Danny war ja. Danny war schon erst. Bei mir hat sich das genau gleich angehört. Ich hab Danny nicht mehr gehört. Ich hab Timo gesagt. Ja. Kater, Zeitlupe rein. Okay, nächster kommt in 3, 2, 1, go. Nee. Aus, ah, hier, Kollege. Ja, es ist Kollege. Oh. Was ist das? Ja. Hey, genau. Was Frisur macht. Zeig mal nochmal mit drin. Hilfe. Sympathischer Typ. Okay. 4-4? Oh Gott, dann ist der letzte jetzt. Mo und Saku, ihr seid voll gut, ihr beiden. Ich hab einen Punkt, komm noch raus. Ihr seid die Besten. Ja. Aber eigentlich, warte, eigentlich müssen nur wir beide dann jetzt das letzte Bild machen, weil wenn andere gewinnt, kommt wieder Schätzfrage. Eigentlich soll der gewinnen, der am besten Gesicht hat. Also ich will noch meinen Punkt holen, wenn du was dagegen hast, dann... Ich hab was dagegen. Ich werde erraten. Junge, du denkst auch, wir sind Konkurrenten. Okay. Ja? Geil, ja. So. Okay. 3, 2, 1. Nee. Julian Nagelsmann. Ha! Ja! Das ist Julian Nagelsmann. Ja, was ist das denn? Er sieht aus wie, keine Ahnung. Kein Problem, er sieht aus wie Walter White. Einfach wie so ein Massenmörder sieht er aus einfach. Kein Problem, denn die Ausrufezeichen-Taktik. Ausrufezeichen-Taktik. Ja, gut, Mann. 4 Punkte voll okay, 4 von 9. Ist ja cool, wie sieht's aus da unten? Macht Spaß. Minus 1? Ey, wie kann man denn so scheiße sein, Zaku? Ja, wirklich. Das ist schon echt krass. Bei den anderen Formaten bin ich wieder dabei, bei denen setze ich wirklich aus. Das war's vom Video, Freunde. Eli Geller holt sich hier die 5 Punkte. Eli 5, Danny 4, Mo Dummkopf 0. Du hast 0 Punkte, ne Mo? Junge, was willst du von mir? Der eine hat minus 1, Mann. Und der eine hat minus 1. Ihr habt's versucht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Freunde. Lasst ein Like auf das Video da. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschö. Haut rein. Tschüss.